Herr Sanche, wir gucken uns Ihren Stand bei Salzgitter an und es brummt ja mit Menschen. Sie müssen wirklich glücklich sein. In der Tat, wir sind sehr glücklich, der Stand ist voll. Wir haben es offensichtlich geschafft, viele Partner, viele Kunden hier hinzulocken, zu holen mit unserem Design, aber natürlich auch mit unseren Leuten hier. Der Stand ist sehr offen, sehr, sehr einladend. Wir suchen den Dialog zu unseren Partnern, zu unseren Kunden und sie sind hier, sie treten den Dialog ein, deswegen sind wir sehr glücklich. Gucken wir auf unsere Produktpalette, die Sie anbieten. Was können wir da finden? Also wir sind hier vertreten insgesamt mit 8 Gesellschaften, alle rohrproduzierenden Gesellschaften und dazu noch unser Handel, national sowie international. Die rohrproduzierenden Gesellschaften stellen hier alles aus, was sie an Großrohren, an Präzisrohren und Leitungsrohren zur Verfügung stellen und herstellen. Das ist hier der Schwerpunkt auf dieser Messe. Und natürlich mit den Experten hier vor Ort, die alle möglichen Fragen dazu beantworten können, mit Neukunden, möglichen Kunden, mit den bestehenden Kunden, mit den Partnern hier vor Ort. Wir haben dieses Thema hier in den Exponaten natürlich aufgegriffen, ein paar Highlights hier ausgestellt, haben das auch im Stand hier wieder gespiegelt. Der Stand ist so designt und konzipiert, dass man das hier sofort wiedererkennt und sofort den Röhrenbezug hat. Das ist der Anker hier für den Stand und das ist uns ganz gut gelungen. Sie bringen auch eine gute Nachricht in der Tasche. Welche ist diese? Ja, die gute Nachricht ist, dass wir ein Großprojekt haben realisieren können über die Europipe. Das ist eine Tochter, eine 50%-Tochter des Salzgitter-Konzerns, die einen sehr schönen großen Auftrag in Australien gelandet haben. Das Ichtes-Projekt ist ein Offshore-Projekt, wo wir über die Europipe mit 410.000 Tonnen Rohren vertreten sind. Absolutes Highlight. Strategisch gesehen, wie wichtig ist die Wire-and-Tube-Messe für Salzgitter, wenn es um Thema Kundenbindung geht? Also für uns ist die Messe wirklich sehr wichtig. Wir sind jetzt zum 6. Mal hier, haben 2002 zum ersten Mal eine Präsenz gehabt hier auf der Messe, feiern also dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum quasi, ist aber für die Röhrensparte und für den damit angeschlossenen Handel die wichtigste internationale Messe, was Röhren und deren Produkte angeht. Insofern ist es für uns sehr, sehr wichtig, dass wir hier sind. Das hat die Vergangenheit gezeigt. Wir sind jedes Mal, wenn die Messe war, hier gewesen und wir werden das auch in Zukunft sehr wahrscheinlich so weitermachen. Vielen Dank für Ihre Zeit und wir wünschen Ihnen noch viel Erfolg, Herr Sanche. Vielen Dank, Ihnen auch alles Gute.